Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ghost Exile. So, wir haben natürlich alles wieder nachgekauft. Wir haben ja letzte Runde ein bisschen verkackt. Du. Aber ich konnte noch genug Pfandflaschen abgeben, um das wichtigste Utensil zu kaufen, den Strahler. Den ich aber gar nicht genutzt habe letzte Runde, als ich gestorben bin. Also ich nehme mir ja grundsätzlich ein Kreuz mit rein. Wenn es mir zu heikel wird, nehme ich mein Kreuz. Mach ich auch immer. Aber das mit dem Strahler wird ausschlaggebend gewesen sein, warum ich gestorben bin. Weil ich... Wenn die handeln, dann handeln die ja. Das ist nicht so wie bei Phasmo, dass denn, ja, da kommt was. Nee, der geht wieder. Ja, oder also, dass der antäuscht. Und hier ist doch hier nochmal stärker. Oh, sorry. Erzähl mir mehr aus deiner Magengegend. Und hier finde ich halt, du merkst halt, wenn es mehr wird und wenn es gefährlich wird. Und deswegen nehme ich dann das Kreuz immer vorsichtshalber immer schon mit. Wenn es ernst wird. Ach, der Boiler war hinterm Schrank. Ich habe den gerade gesucht. Genau, wenn es ernst wird, dann merkst du, die Aktivität wird mehr und ich weiß nicht, irgendwie merkt man das dann. Ich habe auf jeden Fall den Strom schon mal angestellt, also wir können jetzt nach und nach hier Licht anmachen. Aber mich würde echt mal trotzdem interessieren, was das mit dem Zettel jetzt auf sich hatte, den ich einstecken konnte. Man könnte aber das nachlesen, ne? Na ja, gut. Also so ist ja nicht. Wir müssen nicht unwissend sterben. Ja, aber das wäre ja schon schön, wenn man in dem Spiel daraus schlau wird und nicht alles nachliest, ne? Ich habe einen Schlüssel. Ja, habe ich gehört. Okay, die Tür hier geht nicht auf. Hier liegt ein Bonbon, nimm den mal. Nee. Noch nicht. Da geht eine Tür nicht auf, weil es eine Haustür in den Garten ist. Ja, letzte Runde leider gestorben. Da hatte ich kein gutes Backup. Ich kriege hier den Kühlschrank nicht auf, obwohl der aufgeht. Versuch du mal. Den Good Fridge. Hier. Go Fridge. Den laufenden Kühlschrank. Komm doch jetzt nicht extra den Kühlschrank aufmachen, oder was? Oh, what? Warum nicht? Weil ist doch egal, was da ist. Doch nie was. Sonst machst du immer den Kühlschrank hier auf. Einen Teller, Alter. IMF4. Ja, ich hab hier von der. Ja, gut, bist du das? Wie ist dein Name? Hallo? Kannst du mit mir sprechen? Ja, wie alt bist du? Die Dinger fliegen? Achso, du hast das Diktiergerät. Machst du das? Okay, sie hat, sag mal sie, ey. Bist du das? Hast du dieses Chaos hier angerichtet und die ganzen Utensilien, die hier im Haus rumstanden, durch die Gegend schweben lassen? Mit deinen paranormalen Kräften? Wir haben ja auch ein Ouija-Brett, ne? Ist jetzt nix. Ich habe 9,6 Degrees. Also IMF war auf 4. Ja, die chillt hier auf der Couch. Nee, ich krieg den Kühlschrank auch nicht auf. Kriegst du auch nicht auf, okay. Uff. Da bin's ja nicht nur ich zu doof, wa? Ja, doch, eigentlich meistens ja. So, dafür habe ich das Feuerzeug eingesteckt und ich werde dir keins abgeben. IMF 4. Aber keine Fingerabdrücke. Wieso hast du gemacht? Weil die hier mir den Fernseher angemacht hat, EMF3. Ja, ich habe ihr den ausgemacht, weil ich dachte, das ist nicht gut für ihre Augen. Ja, aber hier ist ihr. Was war das denn? Boah, Alter, jetzt geht's ab hier. Oder machst du die Tür? Ah, hier ist doch eine Schublade, die markiert ist. Ich habe zwei Türen, habe ich jetzt aufgemacht gerade. Hier. Und war da was drin? Weiß ich nicht, krieg die nicht richtig auf. Manchmal musst du da vorgehen und dann rückwärts laufen. Ja, das weiß ich auch. Ich habe noch ein Feuerzeug. Aber hier ist nichts drin, was ich nehmen kann. Bin starker Raucher, das hält bei mir eine Stunde. Hier ist ein Zettel. Nö. Alter, mach dich hier ein Chaos. Ey, das räumt die aber selber wieder auf. Ja, das sah ich dir. Ist auch noch das Licht aus. Kannst du den Strom nochmal anmachen? Wo ist denn der? In der Garage. Wo ist denn die Garage? Hat doch was geleuchtet? Wo ist was sehen denn meine Augen? Wo ist denn die Garage? Boah, Gott. Ja. Genau. Hab sie schon. Oh, ich hätte bei Google Maps anfangen sollen zu arbeiten. Die wollten mich ja unbedingt haben, aber ich habe Nein gesagt. Der Name und Vorname. So, Scarlet White. Ist eine sie. Oh. Ah, hast du nichts falsch gesagt vorhin?
Also kein Shaming betrieben. Alter, ich glaube die... Hä? Wo ist denn jetzt der Fernseher an? Bin ich doof oder was? Hä? So, diesmal... Oben bei dir oder was? Was? Fernseher? Nö. Ach, hier, das Radio. Oh Gott, ey. Hätte ich gesehen. Ich habe überall eine Schranktür aufgemacht, damit man nur eine zumachen muss, wenn man sich versteckt. Du bist ja ein Held. Ein Held im Erdbeerfeld. Ja, aber irgendwie... Die Treppe knatscht. Müssen wir mal Schrauben in die Stufen reinschrauben. Hämmern. Wie heißt die? Scarlet White. Scarlet White. Scarlet. Wo bist du? In welchem Raum befindest du dich? Ich kann dir sagen, dass sie nicht hübsch ist. Es gibt nur Kannst eine hübsche Scarlet. Kannst du mit mir sprechen? Sage ja. Yes. Nix. Sage du ja, wenn du mir zustimmst. Du ja? Wo ist sie denn jetzt? Okay, also mit der Kamera, ich habe hier keinen Dunst, keine Orbs. Ich habe mich erwischt. Aktuell. Ah, was habe ich noch? Aktuell bei RTL. Aktuell bei RTL. Ja, ich gehe noch einmal zur Sicherheit die Räume durch, aber nö. Kannst du da auch Orbs drauf sehen, wenn du so durch mit der Kamera langläufst? Ja, ja. Dunst ist halt diese Nebelschwade und Orbs sind sehr deutlich zu erkennen. Sind echt dicke weiße Punkte. Ja, nee, ich meine, ob du das so siehst dann, wenn du da so durchhuscht. Das meinte ich. Eigentlich ja. Ja, ja, dein eigentlich kenne ich ja, ne? Nein, also ja. Also nicht nein, sondern nur aber ja. Ja, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Nur ja. Steht hier irgendwo, ne? Was, hast du das in der Garage? Ne, in dem Raum da hast du jetzt aufgebaut, ne? Ja, ich habe jetzt erstmal, weil sie da ein bisschen aktiver war, aber ich glaube nicht, dass das der Raum ist. Ja. Ist sie da oben oder ist das eine Lampe? Das kann ich nicht mitnehmen. Wie viel Cent? 91, oh, top. Ist sie da oben in dem Zimmer, wo es dunkel ist, oder ist das eine Lampe, die da hängt? Im Zimmer, wo es dunkel ist? Wo bist du denn? Hier draußen. Ja, in dem Zimmer. Nee, ist eine Lampe. Sah so aus, ist nur eine Lampe. Vor allem, wie ich hier unwissend direkt in mein Verderben rennen würde. Aber rechts ist das Licht ausgegangen, also links von dir dann. Oben. Ja, ich habe mal einen Bewegungsmelder an die Treppe gesetzt erstmal. Bist du hier? Also in dem Raum? Wie alt bist du? Wir können uns ja Wie mal so bist du gestorben? Kannst du mit mir sprechen? Sage yes. Aber hier ist doof, ne? Bist du hier? Wie alt bist du? Scarlett, schreib ins Buch. Nein, keine Reaction. Aber ich Wo glaub, hast du das Buch hingeschmissen? Einfach auf den Boden. Entschuldigung. Wow, Patrick, wow. Ach so, auf dem Boden, draußen, oben, unten, auf dem Klo. Nein, ich habe das da, wo das Licht ausgegangen ist, da bin ich wieder reingegangen. In welchem Raum bist du? Hier. Ja, genau. Genau so, ey. Im Haus. Wo hast du das hingepackt da? Dir mit dem Parkett. Oh, hier liegt ein Bilderrahmen. Die war hier im Flur aktiv. Die ist überall. Ja, irgendwie schon, ne? Die sind immer überall. Ja, Moinsen. Anstrengend. So, warte mal, wir haben doch das Ouija-Brett. Ja, das ist unten. Ich frag die einfach, was ihr Raum ist. Hat die Tür zugemacht? Scarlett, welcher ist dein Lieblingsraum? Ah, sehe ich die mal hier irgendwie? Okay, schade, das funktioniert nicht. Scarlett, wo bist du? Wo ist mein? Hier ist mein. Alles cool. Ist nur ein Event. Du musst keine Angst haben, Jasmin. Die Haustür ist offen, sie handelt nicht. Ja, ich stehe draußen und dachte, ich sehe sie mal am Fenster stehen. Das finde ich auch Scarlett, vorbei, aber... wo ist dein Lieblingsraum? Wo bist du? Ah. Wo ist sie? Im Flur. Welchen? Ja, das ist ja, der Flur ist das hier alles, ne, würde ich sagen.
Na toll. Ja. Hier ist schon wieder irgendwas an. Keine Ahnung. Ich meine, das ist eine offene Küche. Streng genommen, für mich persönlich ist das, wenn ich hier die Tür aufmache, das hier Hallway. Die Küche ist für mich Hallway. Essbereich ist Hallway. Das ist für mich... Schreib ins Buch. Was ist denn das? Unten im Flur. So, unten. Das ist jetzt hier oben. Es ist echt merkwürdig. Ich pack das jetzt hier auf. Wie oft füllen die das hier noch? Nee. Hä? Hier ist doch irgendwas schon wieder an. Scarlett, schreib ins Buch. Ich hol mal die Geisterbox. Irgendwie verarscht hier uns doch. Das war hier am Radio. Warte mal, ich leg mal direkt daneben das Buch. Irgendwas? Scarlett, schreib ins Buch. Hey, mein Name ist Scarlett, ich kann nicht lesen. Ja. Aber ich finde die sowieso doof, weil es gibt nur eine heiße Scarlett. Bewegungsdings hier mit infraroten Melder. Wie bitte? Ja. Auf Deutsch? Der Infrarot-Bewegungsmelder. Das ist ja der erste Punkt, den wir haben. Stimmt, wir haben noch... Nee, haben wir nicht. Nö. Wir haben noch nichts. Nichts. Noch ja nichts. Nö, rein ja nichts haben wir. Reiner. Boah, das ist ja niente. Es ist ja weniger wie zwei Sachen zu haben. Ach, ich muss meinen Zopfgummi aus meinem Krieg ausschmerzen. Ach, du bist noch draußen. Ja, moin. Ich war gerade drinne. Ich bin kurz rausgegangen. Durchatmen. Wir haben ja eigentlich schon so gut wie alle Sachen zum Erforschen drin, wa? Was sind denn unsere Quests? Bringe den Geister zur Kerze. Bleibe in einem Schrank ruhig. Entkomme den Geist bei einer Jagd. Zeichne ein Signal der Aktivität im Lieblingsraum des Geistes. Okay, im Schrank ruhig bleiben. Versuch das nochmal. Was, im Schrank ruhig bleiben? Mhm. Das hätten wir ja. Hat die Licht ausgemacht? Ja. Ich weiß nur nicht, ob dieses Ruhigbleiben, das wird höchstwahrscheinlich während der Jagd gemeint sein, ich wollte gerade sagen, wenn die huntet. Ja, das hätten die mal gleich am Anfang machen sollen, weil das habe ich ja gemacht. Falscht. Von dieser Runde hier? Ich sehe dich, wie du aus dem Schrank halb hängst. Echt jetzt? Ja, warte mal, ich mache mal ein Foto, warte mal. Wow. Mit dem Handy mache ich das, ne? Natürlich. Da bin ich ja extrem safe hier, wa? Die wird mich ja wahrscheinlich. Die wird mich wahrscheinlich nie finden. Nee. Hättest du gewusst, wo ich bin? Ja. Okay, Scarlett, kannst du mit mir reden? Antworte mir. Wie bist du gestorben? Da war ein Bewegungsmelder. Warst du das im Bewegungsmelder? Keine Antwort. Okay, ich mach mal Licht wieder an. Also sie hat mit mir gesprochen, aber war das jetzt die Geisterbox? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil im selben Moment hat mein Handy jetzt wegen deiner Nachricht vibriert. Und da war ich dezent abgelenkt und habe mich erschrocken. Scarlett, kannst du mit mir reden? Wenn Licht an ist, dann ist das nicht so eine Gruselmusik. Sprich mit mir. Ist ja echt, ey. Scheiße. Wo bist du? Keine Antwort. Warte mal. Boah, Gott. Mann. Ey, schon 1000 Mal mitgemacht und jedes Mal kacke ich mir im Schlüpper, wenn das passiert. Ne? Das ist mir einfach too much. Ich krieg Kreislauf jedes Mal. Oh, das ist mir too much, Jasmin. Ich hab Gänsehaut wie Sau. Ich muss erstmal durchatmen. Licht ist aus. Ich auch. Ich muss raus hier. Kannst du mir antworten? Oh, ich hab grad schwitzige Hände. Alter, mein Herz rast. Boah. Bei mir pockert alles. Ja, immer. Scarlett, rede mit mir. Junge. Kannst du mit mir reden? Bist du hier, Scarlett? Kannst du mit uns über die Box sprechen? Wie alt bist du? Wo bist du?
Gib uns ein Zeichen. Okay, toll. Danke schön. Tolles Zeichen. Du bist Kacke. Scarlett. Ja, ja, ich meine Scarlett. Sie wird schon wissen, dass ich sie meine. Komm gerade erst von der Ecke. Ein Beweis fehlt uns noch. Scarlett, kannst du mit uns reden? Ich frage nochmal das Reacher-Brett. Wo bist du? Geisterbox? Ja? Ja. Geisterbox, Antwort Geisterbox. Okay, dann bleibt der Uni. Sie ist im Jungsschlafzimmer. Oh nee, ey, die läuft ja mal hoch runter. Antwort Geisterbox, also der Uni. Also ins Buch hat sie nicht geschrieben? Nee, aber wir haben noch drei Beweise. Wir haben zwei. Infrarot und Antwort Geisterbox. Ach so, ja, aber es bleibt der Uni. Ja, das ist schön. Und beim dritten ist es wahrscheinlich wieder ein Geist, den wir nicht haben. Der Uni hat nur zwei Dings, oder? Ich denke, wir müssen immer drei. Ah, beim Uni wäre noch Dunst. Also haben wir vielleicht... Ey, der Typ macht mich fertig, ey. Nee, aber es bleibt wirklich nur der Uni. Nee, die Fragezeichen sind immer durchgestrichen, weil wir die nicht kennen, ne? Ja, und du suchst den doch dann. Okay, das heißt, wir müssen jetzt gucken, ob irgendwo noch Dunst ist. Oh, will der mich verarschen hier? Wer? Nee, vergiss es. Den mach ich fertig. Alter. Wer? Wer? Wo ist der Typ? Dann suchst du doch immer die Geister. Wo ist der Typ? Der macht mich fertig, ja. Der ist einen ganzen Tag zu Hause, ey. Ja, du bist ja nur bekloppt. Was war denn das? Was denn? Hast du wieder deine Drogen genommen? Nein. Wir haben jetzt aber gleich viel Sanity. Ja, hast du noch in der Hand gehabt. Wir haben jetzt aber wieder gleich viel Sanity. Ja, ist ja ulkig. Wieso hast du eigentlich noch so viel? Keine Ahnung, ich bin auch voll oft drin. Vielleicht, weil ich mit dem Ouija-Brett kommuniziert habe. Das kann sein, Patrick. Das kann sein. Also entweder Dunst oder wir müssen was Neues finden. Ja. Fingerabdrücke hast du... Habe ich jetzt keine gefunden. Hast du auch aktiv nachgeguckt gehabt? Ja, alles, okay. Was sie versucht hat anzufassen, habe ich geluckt. Okay. Wir haben Dunst. Also bleibt's beim Uni. Ja, ciao. Ich gehe raus. Warum? Warum nicht? Was willst du draußen? Zeig mir mal den Dunst über die Kamera. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ja, kleinen Moment. Ich laufe wieder hoch. Lalalala. Da. Na, das nennt man Dunst, ja. Das ist Dunst. Okay. Und wenn es nur so ein kleiner Kreis ist... Ja, da macht ihr auch ständig das Radio an. Okay, Uni. Da macht ihr auch ständig das Radio an. Ja. Deine Kamera spinnt. Meine? Ja. Nö. Doch. Hat sie aber gerade. Ich habe nichts gesehen. Ich aber. Okay. So, jetzt, also der Uni soll es sein. Jetzt kommt das, worauf Patrick sich den ganzen Tag freut. Das Ritual von Anak. Oder Anak. So, wir könnten aber auch noch die Kerzenquest machen, aber wir haben keine Kerze mehr, ne? Hä? Doch, ja klar, wir können ja die Kerze nehmen. Was eigentlich haben wir doch noch? Wenn er die beim Ritual auspustet, das müsst ihr auch zählen, ne? So, das Problem ist halt, wir können die Quest zeichnen, ein Signal der Aktivität in dem Lieblingsraum des Geistes. Welcher Raum ist der Lieblingsraum? Wir können es ja einmal blind ausprobieren, oben im Boys Bedroom. Weil es bleibt eigentlich nur der und der untere Hallway, also der untere Flur und Wohnzimmer. Also Küche, Badezimmer, Garage ist raus. Master Bedroom ist auch komplett raus. Der obere Flur ist raus. Wo würdest du eher sagen, Boys Bedroom oder unten Wohnzimmer oder Flur? Was jetzt ihr Lieblingsraum ist? Also ich glaube oben das Zimmer, wo der Dunst ist, weil da hat die auch ganz oft Radio angemacht. Und wenn du da den Dunst hast, kann ja sein, dass da der Lieblingsraum dann auch ist, oder? Ja, es wäre möglich, ne? Würde ich sagen. Oh, wow.
Was war denn nochmal das Aktivitätszeichen? Ist das von Baphomets? Okay. Oh, hier ist eine gelbe Blume. Warte, Kreuz habe ich. Schade, ich dachte mal. Der Herzschlag? Ich habe irgendwas gehört. Geh weg, ich habe ein Kreuz, geh weg. Ich will das nicht schon verschwinden. Oh Gott, okay, es war keine Jagd. Ich war auch ein bisschen langsam für eine Jagd. Die stand auf einmal hinter mir. Ja, deswegen sage ich ja, das Kreuz... Kreuz brauchst du hier ganz oft, ey. So, Baphomet-Zeichen. Nur zur Sicherheit immer. Ich hab's mal hingesprüht und angemacht. Müsstest du mal filmen, ey. Kein Foto davon machen. Eigentlich hättest du eine Kamera da hinstellen müssen. Ja, stimmt. Um zu sehen, was passiert. Es war aber nicht der Lieblingsraum. Die Quest ist... Oh, hier, die geht voll ab, Alter, jetzt. Ja, ja, Zeichen der Aktivität, ne? Aber die Quest ist nicht erfüllt. Ja, war die ja letztes Mal auch nicht, komischerweise. Ich verstehe es hier sowieso noch nicht. Fiebt mir so. Hm. Welcher Lieblingsraum könnte es denn jetzt noch sein? Na, ich weiß nicht, ob wir damit das zählt. Kannst du nicht in jeden Raum einfach ein Siegel reinsprühen? kannst schon, aber... ob damit das zählt, ob wir denn diesen Giftsprüher brauchen da, um das wieder wegzuwaschen, weißt du? Hm. Oh, oh, oh. Hm? Hm? Hat alles geflackert. Gerade da drin, der Bewegungsmelder, das Rote, hat alles geflackert gerade. Okay. Ja, aber das ist es nicht gewesen. Wo war die denn noch oft drinne? Ja, eigentlich nur Hallway, würde ich noch sagen, oder Living Room. Was ist Living Room? Hallway nochmal? Hallway ist hier da, wo gerade das umgeflackt ist, da bei dem, wo das rote Gitternetz hin zeigt. Mach doch einfach, ist doch egal. Irgendwie klappt das ja bei uns sowieso nicht. Die ist auch gerade hier vorne. Ja, nice, hast du dein Kreuz? Gehe ich nochmal raus? Damit ich auch safe bin, hier, dass du auch ja, was siehst. Ja, genau. Ja, deswegen gehst du noch rechts. Okay. Ich gehe nach rechts zu. Mann! Ja, dann bleibe ich eben hier stehen. Hör jetzt auf! So, aber. Nee, hier sieht man nichts. Oh! Aber gut, dass du draußen bist, ey. Das wäre eine Hand gewesen. Ja, da läuft sie wieder. Ja, ja, ich sehe sie. Die hat auch einen Stock im Arsch, ne? Sind ja immer die gleichen Geister, ey. Ist aber auch nicht abgehakt. Ich raff das eh nicht. Ich gehe stark davon aus, dass das daran liegt, weil wir das andere Siegel dafür hätten weg. Die kommt schon wieder. Geh mal ein bisschen weg, ey. Nicht, dass sie rauskommt. Bäh. Scarlet? Alles cool? Okay. Oh. Leuchte einmal grün, nicht, wenn alles gut ist. Ich gehe da nicht mal rein. Die ist sauer jetzt. Ach, Quatsch. Pappalapapp. Die ist der Beste. Du hast 89 Sanity. Ich habe 85. Wieso verliere ich immer mehr als du? Keine Ahnung, weil du ein Mann bist oder so? Ja, das wird sein. So, ich würde sagen, wir schmeißen uns jetzt beide nochmal Sanities rein. Ich will da nicht nochmal rein. Und dann machen wir das Ritual. Weil Questen können wir vergessen. 89 habe ich doch noch. Hey, hier, deine Pillen schweben. Ne? Ja. Bei mir nicht. Bei mir schon. Okay. Ja. Ja, Kerze auspusten, das könnte der vielleicht beim Ritual machen. Ich ja, bleibe in einem Schrank ruhig. Hm. Ich komme den Geist bei einer Jagd. Hm. Das wäre natürlich auch noch eine Quest, die können wir machen, weil die Kreuze ja funktionieren. Aber ich würde mir das Kreuz eigentlich fürs Ritual aufheben wollen. Wir brauchen mehr Kreuze.
Warum haben wir denn die Kerze nicht? Ich hatte doch mal eine Kerze hier. Ja, du bist ja gestorben, du hast die wahrscheinlich nicht nachgekauft. Ah, ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ich kann jetzt nur eine. Sie steht hier vorne. Ich kann nur eine Kerze mitnehmen. Warte mal, ich will auch gucken. Wo ist sie? Hier. Guten Morgen. Ist hier um die Ecke. Grüß dich. Darf ich mal. Oh, schade. Sie ist schon weg. Hast du ein Foto gemacht? Nein. Geil. Sie hat für uns gesungen. Der Dings ist rot. Ja. Der Bewegungssensor. Ich hab die jetzt reingeschmissen hier. So, was brauchen wir denn für das Siegel von Anak? Wieso kann ich hier nichts mehr nehmen? Ich habe doch hier noch Plätze frei. Jetzt muss ich ja halt zweimal laufen. Das Ritualbuch. Was brauchst du denn noch? Das Ritual. Wir brauchen 4 Kerzen und den Schädel. Also noch 3 Kerzen und einen Schädel. Ja, habe ich. Wie, alles? Ja, 3 Kerzen und einen Schädel. Ja, cool. So, wir müssen... Wo willst du? Oben? Ja, wir müssen ganz weit weg vom Geist. Scheiße, Mann. Ja, und jetzt gehen wir in ihr Lieblingsraum. Wart mal ab. Nee. Den Raum hasst die. Achso, ich muss ein anderes Ziegel auswählen. Und zwar... Guck ich mal. Ja, mach inne. Ja, ich muss nochmal nachschlagen. Wo ist mein Buch? Ah, hier. Das Siegel des Feth. Das brauchen wir. Oh, die hat Strom ausgemacht, Mann. So. Das Siegel des Feth. Okay. So, eine Kerze habe ich. So. Oh oh. Da. Hier. Und ich kann den Schädel nicht einfügen. Warum nicht? Wo ist der? Ich kann ihn auch nicht droppen. Wo ist denn der? Warte. Schädel fallen lassen. Da liegt ein Knochen. Da liegt ein Knochen. Ja. In der Mitte von dem Ding. Aber wir müssen ja einen Schädel nehmen. Ja, da muss doch der Knochen da erstmal weg, oder nicht? Nein, das ist nur eine Zeichnung. Also. Kannst du das mal versuchen? Nee, da steht aber E. Ja. Bei mir. Richtig. Ja, aber... Nee, bei dem Knochen steht ein E. Den Kopf kann ich nehmen. Da liegt ein Knochen. Aber wir brauchen keinen Knochen. Wir brauchen den Schädel. Da liegt ein E. Ich kann das auch nicht nehmen. Hast du vielleicht den falschen wieder genommen, Zirkel? Nee. Das Siegel des Seth. Hä? Sicher? Ja. Ich habe keine Dose mehr, um nachzugucken, aber das ist das. Ja, aber da liegt ein Knochen, da kann man E drücken. Also ich kann den Knochen nicht aufheben. Hast du den Schädel aufgehoben? Ja, geh mal raus aus dem Kreis. Geht das denn vielleicht? Warum? Ich war doch eben auch nicht im Kreis. Das Ritual von Anak, ne? Ja, genau. 4 Kerzen, also 4 Ritualkerzen und ein Schädel. Und das Siegel des Zess. Und das haben wir ja. Aber ich kann den Schädel nicht platzieren. Und wenn ich den hier fallen lasse, dann... Liegt der da nur. Zählt das nicht, ne? Keine Ahnung. Kann ich nochmal eine Kerze wegnehmen? Nee, auch nicht. Und dann? Das ist ja Schmutz. Ich dachte vielleicht, wenn man erst den Schädel platziert. Ja, aber das geht ja nicht. Da liegt ja schon was. Denk mal, ist mal wieder ein Fehler. Jetzt haben wir nicht genug Kerzen. Können wir nicht mal ein anderes Spiel installieren, was nicht so viel Fehler hat? Ne, das Problem ist, dass jetzt hier...
dass wir nicht, wir haben keine Kerzen mehr, um nochmal ein Ritual durchzuführen. Ja. Brenne, Zirkel, brenne. Das waren zwei in Folge. Okay, nee, ich kann den Schädel kann ich nicht legen. Ja, dann können wir es nicht machen. Schade, Banane. Bevor wir hier drauf gehen, ey. Gibt's da einen Grund für? Keine Ahnung, kann man nachlesen. Wurde mir vorhin gesagt. Ja, ist ja irgendwie doof, nicht? Ich dachte erst, ich kann den noch mal aktivieren hier, weil er hier eh steht. Ich bin krank. Ah. Ne, wir hätten jetzt nur noch eine Kerze. So, wollen wir den Knochen ausprobieren? Vier Kerzen, eine Knochen. Vier Kerzen und ein Knochen zählt nicht. Wir haben noch ja, verschlossene haben wahrscheinlich Rituale. Den falschen Geist. Nee. Vielleicht. Nee, geht doch nicht. Wir haben doch hier, bleibt ja nur der Uni. Vielleicht da wäre es das Ritual. Beweise. Aber die drei Beweise hatten wir ja. Da hilft nur eins. Wir bringen Licht ins Dunkel. So ein scheiß Strahler, Alter. Ja, komisch. Vielleicht wegen dem hier? Oh, oh, Infrarot. Rot. Ja gut, das heißt ja nur, dass die da chillt, ne? Ich hab den Schädel, habe ich ja noch bei mir. Bewegt unten schon wieder die ganzen Sachen. Es ist halt merkwürdig, dass ich die ganzen... Ich kann halt keine Kerzen aufheben. Ne, obwohl, warte mal. Ich lass mal den Schädel nochmal fallen. Und was ich nicht brauche, ein Feuerzeug und den Schädel. Ich konnte ja auch voll viel mitnehmen noch zusätzlich. Aber ich kann die Kerzen, die im Zirkel stehen, nicht mehr einstecken. Das ist doch schon wieder ein Fehler, wa? Ja, das ist wieder... Hat er wieder einen Bug. Das ist doch nervig. Das ist ja nervig. Dein komischer Strahler bewegt sich auch immer Stück für Stück. Eben. Nicht, dass er mir den hier ziehen will, ne? Der war teuer, der hat 100 Mücken gekostet. Scarlett? Wenn man halt wüsste, wo die ist, laut dem Bewegungsmelder ist die ja unten, ne? Ey, ich wollte gerade sagen, die ist doch da. Ist das ihr Lieblingsraum anscheinend? Das hat nicht gezählt. Ja gut, aber wir können auch den Schädel nicht platzieren, also von daher. Irgendwie, das ist doch nervig. Dann kann es auch sein, dass wir hier überhaupt keine Quest machen können, ne? Keine entkomme während der Jagd? Okay, trigger sie mal irgendwie. Ja, mach ich schon. Licht an und Licht aus. Jetzt bewegt er sich wieder nach hinten, dieses Ding. Ruf ihren Namen. Scarlett. Scarlett. Traust du dich nicht, den richtigen Namen auszusprechen? Wie heißt sie nochmal? Scarlett. Sag ich doch, Scarlett. Hm. Hä? Dann hat dein Miku das... dein Miku. Scarlett. Dein Miku hat das S nicht genommen. Er hat sich immer angehört wie Scarlett. 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 Zeige dich. Dein Miku. Miku. Da hat dein Miku gesponnen. Dein Miku hat gesponnen wie Spider-Man. Scarlett. Ich glaube, die ist auf dem Weg nach oben, wenn du es nicht warst. Hallo. Hast du das Radio schon wieder angemacht? Oh, sie hat Licht aus. Sie hat den Strahler ausgemacht. Das war jetzt aber nicht nett. Sie ist bei mir. Sie hat doch gerade den Strahler ausgemacht. Wieder. Also bei mir im Raum knatscht es. Die macht hier ganz den Strahler aus. Schon wieder. Alter, lass den jetzt anmachen. Boah, die macht den die ganze Zeit aus, ne? Und schon wieder, ich mach ihn an. Aus. An.
Aus an. Die ist aber hartnäckig, wa? Aus an. Aus an. Aus an. Und er bewegt sich immer ein Stück nach hinten. Aus an. SOS hier. Oh, jetzt wird sie sauer, der Bewegungsmelder wird rot. Die hat mir den jetzt so weit vorgeschoben, kannst, dass ich. Kannst schon du ihr mal sagen, so erscheine oder so? Ich gehe da jetzt gerade nicht rein. Nein, hier habe ich schon den. Sag's doch selber. Sie weiß, wo ich bin. Also ja, das mit dem, ich versteck mich im Schrank, das funktioniert am Arsch. Das funktioniert überhaupt nicht. Die hat in den Schrank reingebackt, durch die Tür. Einmal mir ihr Mundgeruch ins Gesicht gespuckt, weißt du? Und dann war es das wieder. Hier, die macht die Schluss ganze Zeit hier. Aus. Das ist mein Strahler. Schluss hier. Wird nicht mehr gespielt. Also jetzt ist, der Akku geht bald leer. Jesus, kann sich einen eigenen Strahler kaufen. Nee, dann können wir fahren. Also das mit dem Schrank hat auch nicht funktioniert. Ja, fahren. Die kam da halb durchgebackt und dann, die wusste auch direkt, wo ich bin. Und ich hab da so gehockt mit dem Kreuz und nach oben geguckt so. Naja, seh dir das Bild auf deinem Handy, ne? Wenn die dich so sieht, wie ich dich gesehen hab, bringt dir das nichts. Dann verliebt sie sich. Mhm. Ist nicht unbedingt die Reaktion, die ich mir gerade erhofft hab. So, auf jeden Fall haben wir den Geistertypen richtig bestimmt. Ja, immerhin etwas, wa, Jasmin? Immerhin sehr etwas. Ist ja ärgerlich, dass das nicht ging. Ja, das mit dem Ritual, dass das jetzt nicht ging, das fuckt mich ehrlich gesagt ein bisschen ab. Und dass alles andere auch verbuggt war, das geht mir auch auf den Pisser. Aber na gut. Nehmen ja, das wir, ist das Spiel irgendwie. Nehmen wir halt die paar Kröten mit, die wir gekriegt haben, ne? So. Ja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns heute und hoffen, das nächste Mal wird wieder mit eingeschaltet. Lass gern ein Like da. Abonnier den Kanal, wenn du es nicht gemacht hast. Schreib einen Kommentar. Wenn es nur ein Hey ist für einen Algorithmus oder irgendwas. Patrick, ne? Stinkt oder so. Nehme ich auch hin. Auch schlechte Kommentare sind gute Kommentare. Ich bin bei allem positiv dabei. Offen. Ja. So. Offen wie so eine Bahnhofstür. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ne? Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.